Heute Abend eine Veranstaltung des Heimatbund Lüttringhausen zum Thema Ehrenamt in Kombination mit Thema Fußball. Peter Friemuth, der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes sowie Präsident des Westdeutschen Fußballverbands und des Fußballverbandes Niederrheins bei uns, sowie Gerd Kirchhoff, erster FC Klausen, also wirklich Kontrastprogramm. Herr Friemuth, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, wichtig ist es, Fußball, Ehrenamt, ist es ohne überhaupt möglich, wenn man den Profifußball weglässt? Nein, natürlich nicht. Und es ist hier ganz wichtig, deutlich zu machen, dass wenn wir über Fußball sprechen, wir im Prinzip auch über gesellschaftliche Leistung unserer Vereine sprechen. Und das bezieht sich dann aber nicht wieder nur auf den Fußball, sondern auf alle Sport, auf den Sport insgesamt, aber auch viele soziale Einrichtungen und ehrenamtliche Aktivitäten. Aber wieder auf den Fußball zurückzukommen, der Fußball hat in der Gesellschaft eine hohe Bedeutung, die aber eigentlich gar nicht real wahrgenommen wird. Denn wenn Sie die ganzen Kinder und Jugendlichen sehen, die in dem Fußballverein ihre Heimat haben, die im Prinzip zwei bis dreimal die Woche betreut werden, trainiert werden, Sport treiben können, dann ist das, glaube ich, eine hervorragende Leistung der Vereine in unserer Gesellschaft. Und das sollte sicherlich ein Stück weit, ja, zumindest mal wahrgenommen werden und idealerweise auch unterstützt werden. Und vielleicht noch gewürdigt werden, ne? Ja, mit dem Unterstützen würde ich dann eine Würdigung sehen. Wir hatten ja eben hier in der Diskussion auch das Thema Sportanlageninfrastruktur. Und ich denke, wenn man Ehrenamtsförderung in einer Kommune ernst meint, dann sollte man im Prinzip damit beginnen, dass den Vereinen eine gute Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, der 1. FC Klausen würde dann Hurra schreien, sich bedanken und eigentlich schon damit zufrieden sein. Da will man gar nichts persönlich. Man will im Prinzip nur gute Rahmenbedingungen für seine Arbeit, wie sie eigentlich in jeder Schule, in jedem Kindergarten, in jeder Jugendfreizeiteinrichtung selbstverständlich sind. Und das ist für euch als Verein, der in der unteren Kreisliga spielt, ich glaube, das größte Problem, dass ihr noch auf Asche spielen müsst in der heutigen Zeit, wo fast jeder Verein in Remscheid inzwischen schon Kunstrasen hat. Ja, das ist schon problematisch, das ist logisch. Es ist nicht so einfach, da Jugendliche zu motivieren, Trainer zu motivieren, auf eine Asche weiter zu trainieren. Die rennen alle im Kunstrasen hinterher. Die Verletzungsgefahr soll nicht so groß sein. Da, ich halte das für ein Gerücht, weil im Sommer brennt es fürchterlich. Ja, aber es ist schwierig. Ja, wir sind auch im Gespräch mit der Stadt, wie es ausschaut. Naja, so richtig positiv kann ich da noch nichts zu sagen. Aber wir bleiben in Gesprächen, machen nicht so viel Druck über die Öffentlichkeit wie andere Vereine. Ich halte das für grob unsportlich. Ich betätige mich lieber sportlich fair. Das ist so. Ich komme da nicht raus aus meiner Haut und wir schauen, dass wir das schon irgendwie gebacken kriegen. Ja, gerne mit Unterstützung vom Verband, vom DFB, wenn da Möglichkeiten sind. Finanzieller Art geht es nicht, haben wir darüber gesprochen. Aber über Gespräche, das würden wir gerne annehmen. Da müssen wir schauen, was geht. Ja, geduldig sein. Und das Wichtigste ist, glaube ich, diese moralische Unterstützung, dass der DFB auch für die kleinen Vereine da ist. Ich glaube, ist das auch eine Schwierigkeit, was Sie selber sehen, was auch Ihre Kollegen sehen im DFB, wie ein Kollege Rainer Koch, die ja für den Amateurfußball da sind, dass die Vereine wissen, da ist jemand da oben, der sich für uns auch einsetzt? Ja, ich würde ein Stück weit weitergehen. Also man darf nicht nur von moralischen Aspekten sprechen. Also man muss schon dann auch Taten folgen lassen. Also wenn man sagt, man arbeitet zusammen, man ist für die Vereine da als Landesverband, dann muss man im Prinzip das nicht bei diesen Worten belassen, sondern wenn die Vereine aufzeigen, hier wäre es gut, wenn jemand dabei wäre, uns zu unterstützen, das dann auch zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, wo sich ein Stück weit vielleicht auch die Aufgaben eines Landesverbandes mittlerweile verändern, wo es eben nicht nur um Spielbetrieb, um Punkte, Tore geht, sondern wo es auch darum geht, ein Stück weit sportpolitisch den Vereinen zu helfen und aufzuzeigen, weil es ist ja im Leben immer so, für sich selber Werbung zu machen, ist immer schlecht. Und in der Situation stehen ja die Vereine oft, weil sie müssten eigentlich viel mehr deutlich machen, was sie leisten, sind aber aus ihrem Selbstverständnis extrem zurückhaltend. Und wenn wir gerade da auch zur Seite stehen können, dann machen wir das gerne. Wie schwierig ist denn, wenn Sie sind jetzt öfters in der letzten Zeit in Remscheid gewesen, der Kreis 14 gehört zum Fußballverband Niederrhein, der FC Remscheid hat ein größeres Problem demnächst mit dem Thema Stadion, die kleinen Vereine haben das Thema mit Kunstrasen, Trainer sind ein Thema, wie kann man da helfen? Ja gut, im Grunde muss man versuchen, die Dinge zusammenzubringen und das ist schon in dem einen oder anderen Fußballkreis, in der einen oder anderen Stadt gelungen. Dadurch entsteht ja zunächst mal nicht morgen
eine Erfüllung aller Kunstrasenplatz- und Kabinensanierungsmöglichkeiten. Aber manche Vereine sind ja froh, wenn sie schon eine Perspektive wüssten. Also wenn jetzt der Vorsitzende des 1. FC Klausen zurückkommt nach einem Gespräch im Rathaus und sagt, im Jahre 2021 oder 2022, dann ist es soweit, dann ist Baustart, dann fiebern die auf diesen Termin hin. Wenn er noch ein Jahr früher ist, natürlich umso besser. Aber man muss sehen, die Vereine sind ja im Prinzip ein Stück weit aus ihrem Naturell bescheiden. Nur wenn sie so gar keine Signale bekommen, wenn man sich nicht an irgendeinem Termin, das ist wie auf Urlaub. Wenn ich weiß, ich fahre in 6 Monaten im Urlaub, dann ist die Vorfreude mit die schönste Freude. Und wenn ich weiß, ich habe irgendwann eine grundlegende Verbesserung meiner Sportanlage, dann freuen sich die Leute. Und vielleicht gelingt es dann sogar noch ein Stück weit einfacher, den einen oder anderen neu zur Arbeit im Verein zu motivieren, zu sagen, komm, wir müssen jetzt was aufbauen, denn ab dann und dann haben wir die und die Rahmenbedingungen, da kommen noch mehr Kinder, da sind wir noch attraktiver, dann trägt unsere soziale Aktivität noch mehr Früchte. Diese Vorfreude kann man ja auch ausnutzen und so wie ich den 1. FC Klausen heute hier erlebt habe, bin ich da sogar ziemlich sicher, dass das passieren würde, aber er kennt eben keinen Zielpunkt, auf den er sich freuen darf. Ich glaube, das ist die große Problematik, ne, für euch, dass ihr nicht wisst, wie geht's in dem Sinne weiter, wie hilft euch die Stadt Remscheid und wie ist die Zukunft, kurz-, ja, mittelfristig? Wie hilft die Stadt Remscheid? Erstmal im Rahmen ihrer finanziellen Mittel gar nicht. So, ganz klare Geschichte, können sie auch nicht. Aber wie gesagt, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, Vorschläge gemacht, was man machen könnte, unter anderem mit dem BVC zusammen auf unserer Anlage. Würden sich die BVCer wahrscheinlich gegen sträuben, aber ich habe gesagt, wir sind FC Klausen, ich bin stadtteilgebunden. Klausen ist der Bereich da. BVC Remscheid ist ein Remscheider Verein, der zwar immer im Zentrum war, das weiß ich, aber durchaus auch mit uns koexistieren könnte auf unserem Platz, auf unserer Anlage. Da hätte die Stadt nur eine Anlage zu bauen. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, einen Kunstrasen am Hackenberg wegzunehmen, wo 2 geplant sind, die nicht benötigt werden, und den bei uns hinzusetzen. Die Stadt spart 1 Million Euro. Problem, durch die Verzögerung beim Baustart mit dem Dock, werden die Arbeiten und der Umbau da am Hackenberg immer teurer. Und da muss ja irgendwo entweder eingespart werden oder wie auch immer. Also weiß ich genau, was die Stadt tut. Man ist ja nicht dumm. Ja, und insofern hat mir von der Stadt keiner ein Ziel gesagt, werde ich auch nicht bekommen. Ja, es sei denn, ich boxe das hier auf hartnäckige Art und Weise durch. Aber wie gesagt, man bleibt sportlich fair. Und solange die mir fair entgegenkommen, bleibe ich dann auch. Da kommt der Schiedsrichter bei dir durch. So ist das. Als abschließende Frage, er hat es ja gerade gesagt, dieser Umbau Hackenberg ist ja auch ein Thema bei uns in der Stadt. Ein Stadion wird abgerissen und ein Verein wandert auf eine Bezirkssportanlage. Ehemaliger Zweitligist. Wie schwierig ist das? Ist das überhaupt etwas? Kann sich der DFB da überhaupt einbringen? Ich kenne natürlich jetzt die genaue Belegungssituation nicht, aber vom Grunde her ist es natürlich wichtig, dass die Vereine gemeinsam auch überlegen. Aber man muss natürlich auch mit Lösungen, wenn man also Teile des FC Remscheid auf die Anlage des SG Hackenberg legt, da muss man eben gucken, hilft das beiden Vereinen oder schadet es? Welche Entwicklungshemmungen, was Platzkapazitäten hat? Hat dann jeder Verein trotzdem die Möglichkeit, noch ein paar Mannschaften mehr in den nächsten Jahren zu entwickeln, andere Aktivitäten zu entwickeln? Wir machen gerade im älteren Bereich, Ü-Bereich, Walking Football und solche Themen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Und da sehe ich die große Gefahr im Moment bei der Stimmungslage hier, dass natürlich jeder Verein erstmal an sich denkt und dadurch, dass niemand im Prinzip das Zepter in die Hand nimmt und mal versucht, eine gemeinsame Mittelfristplanung darzustellen, dass im Prinzip es jetzt auch bei Vereinen dann irgendwann vielleicht mal mit Meinungen gegeneinander gehen wird, was aber erstmal gar nicht die Grundausrichtung ist, denn nach meiner Wahrnehmung kommen vom Grunde her die Remscheider Vereine untereinander bis auf die sportliche Spielzeit gut miteinander klar. Aber da können solche Themen natürlich sehr schnell zu führen, dass das einen anderen Touch bekommt. Und das schadet auch, denn das ist ein Garant dafür, dass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufhören, denn
zu ihrer Arbeit, die sie leisten, auch noch Knatsch zu haben, das ist der größte Faktor des Aufhörens. Genau wie ein Schiedsrichter, wenn die Eltern draußen keine Ruhe geben und die werden über Wochen zermürbt, dann sagen gerade junge Schiedsrichter auch nach ein paar Wochen, das brauche ich mir nicht anzutun. Also man muss bei aller Schwierigkeit der Aufgabe, insofern passt das der Schiedsrichter vielleicht gut, ist auch eine schwierige Aufgabe, aber wenn nicht noch externe Störfeuer dazu kommt, dann stellt man sich auch einer schwierigen Aufgabe. Dankeschön, Herr Frimotea. Wir könnten noch sehr, sehr lange über weiter diskutieren. Dankeschön auch Gerd für dieses Interview. Also das Thema Fußball, Remscheid und Ehrenamt, das wird uns auch weiterhin begleiten.